der Schweiz sind alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt worden. In Frankreich sind alle Veranstaltungen mit über 5000 Besuchern abgesagt worden. Ja, was passiert in Deutschland? Bislang nichts. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Dazu habe ich hier oben eine Umfrage gestellt. Ich würde euch bitten, daran teilzunehmen. Was haltet ihr davon? Sollten Veranstaltungen grundsätzlich die nächsten zum Beispiel 2 Wochen abgesagt werden? Möchtet ihr, dass die Kinder von der Schule befreit werden für die nächsten 2 Wochen? Würdet ihr eure Kinder noch in den Kindergarten schicken die nächsten 2 Wochen? Nehmt einfach mal daran teil. Ich gebe euch hier oben ein paar Auswahlmöglichkeiten und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr eure Meinung kundtut und gerne teilt auch dieses Video. Ich bin nämlich der Meinung, man kann eigentlich nicht länger dabei zusehen und eigentlich offen ins Verderben rennen, denn Veranstaltungen, öffentliches Leben, also ich glaube, wir müssen da die nächsten 2 Wochen ein bisschen zurückfahren. Es werden immer mehr Infizierte in Deutschland und auch in Europa, weltweit selbstverständlich auch. Aber was soll man dagegen tun? Ich denke, wir sollten bei Veranstaltungen wirklich zurückfahren und auch beim öffentlichen Leben ein wenig kürzer treten. Zumindest vielleicht die nächsten 2 Wochen, bis die größte Gefahr der Ansteckung vorbei ist. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch, gerne auch ein Abo meines Kanals und vergesst nicht die Glocke, um auch zukünftig immer direkt über neue Videos von mir informiert zu werden. Gerne teilt auch dieses Video, damit wir möglichst viele haben, die an dieser Umfrage teilnehmen. Ich danke euch.